Moin, herzlich willkommen beim neuen Video und ein Roadtour. Wo fahren wir eigentlich heute hin? Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, die möchte gern deutsche Meisterschaft, würde ich mal sagen. Ja, was denn? Das ist doch die Wahrheit, oder nicht? Jetzt auch die anderen zu beleidigen. Naja, möchte gern deutsche Meisterschaft. Ja, herzlich willkommen zur neuen Roadtour. Wir haben 6 Uhr morgens, ich bin zwar schon seit 4 wach, Marius auch, hat uns ja überall abgeholt. Wir fahren ja heute mit dem Sprinter nach Gelsenkirchen, 2-Tagesturnier AOS. Wir sind vorbereitet. Können wir kurz mal gucken, wer alles dabei ist. Da haben wir unseren Fahrer. Moin. Marius. Unser AKA. Ich male einem Nighthawk-Modell mit einer Farbe und sagt, sie ist voll bemalt. Ne? Ja, ich stehe dazu. Das wissen wir ja. Dann haben wir Paddy. Ich spiele die schlechteste Armee, aber gewinne jedes Spiel. Ja. Und da hinten haben wir Jensi, fix und fertig vom Geburtstag gestern vom Zello. Spiel Flash Eaters. Autowind willst du jetzt wieder sagen, nein, oder? Das sagt hier. Das sagt er hier. Mit dem Autowind. Nein, nein. Jensi sagt ja, behauptet Flash Eaters wären fein. Deswegen, oh, da blinkt irgendwas rot. Ich glaube, das ist nicht gut. Naja. Im Auto oder in der Kamera? Im Auto, explodieren, glaube ich. Ja, das ist doch bestig. Und Marius, hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Ja? Bist du auch fit? Wie immer. Ja, wie ist denn deine Einschätzung? Ziel ist Top 10, aber ich glaube, das wird sehr schwer. Top 10? Ja, ich glaube, das wird sehr schwer. Da hat einer heute richtig gut geschlafen. Paddy, was sagst du? Platzierung. Dann fangen wir mal damit an. Ziel ist, erstmal 3 Spiele zu gewinnen. Und dann die 2 anderen, die ich verliere, nicht so hoch zu verlieren. Ich sage Top 15 bis 20. Gut. Jensi, mein Freund. Unser Zugpferd, was sagst du? Ich bin mit vorderem Drittel immer ganz gut gefahren bis jetzt. Fahren wir eigentlich hier hin mit dem... Wer kriegt nicht die rote Fahne? Was ist das hier los? Was sagst du denn? Genau, was sagst du denn? Also mein Ziel ist es, nicht letzter in diesem Auto zu sein. Okay. Das ist mein Ziel. Ja, okay. Wirst du aber auch nicht schaffen. Warum? Weil ich das mache. Nicht letzter, hat er gesagt. Ja, im Auto, ja. Nicht letzter, ich nicht letzter im Auto. Ja, dann hat er sein Ziel dann erreicht. Ja, also Platz 1 bis 4. Paddy 4., ich 1. Ja, da könnt ihr mal eure Einschätzung machen, welchen Platz wir alle machen, Marius. Du kannst mal sagen, welchen Platz ich mache. Mit der jetzigen Liste würde ich auch Top 20 sagen. Also eher so zwischen 10 und 20. Manu. Zu wenig Modelle, ganz ehrlich. Zu wenig Modelle, nicht mobil genug. Ist meine Meinung. Paddy? Paddy schätzt sich besser ein als er sich selber. Und? Also auch mindestens Top 10, würde ich sagen. Top 10? Und unseren Chef da? Ja, Jens müssen wir nicht reden. Autowin-Armee, 1., 2., 3., irgendwie sowas. Du sagst, er wird 1., 2., 3. Ja, irgendwo um den Dreh auf jeden Fall. Alter Falter. Kennst du eine Armee am besten? Also ihr merkt, wie die Meinungen unterschiedlich sind. Das ist ja der Wahnsinn. Also damit wollte ich dich jetzt nicht dissen. Nö, alles gut. Ne? Du kriegst gleich Feuer zurück, keine Sorge. Ich guck mal ganz kurz, ob die Mikro an ist. Machen wir kurz mal einen Cut. Ja. Mikro an, Paddy. Wie ist deine Einschätzung? Was sagst du, was Marius wird? Habe ich ihm gestern schon gesagt, Top 10, das wird leider nichts. Ich schätze 12 bis 16. Schätze ich auch. Okay. Ich? Wenn du nicht so viel Spielfehler machst und nicht so spielst wie am, wann war es, Donnerstag oder Mittwoch, dann könnte Top 10 bleiben. Das heißt, ich muss... Könnte. Was also, meint ihr, kann auch 10. werden oder 11. Top 10 heißt ja, du musst mindestens 3 Spiele gewinnen. Nee, ich glaube, Top 10 musst du 3 Spiele gewinnen und hoch. Cool. Hat uns gewinnen, schon unterhalten jetzt? Gewinnen bringt nichts. Du musst auch hoch gewinnen. Okay. Zum Jens... Ich sag 7. bis 10. Meine Meinung. Ich habe gesagt 15 bis 20. Alter Falter. Gut, Jensi, Marius, welchen Platz? Du sagst, du bist ein großer Hype-Fan vom Slanisch. Ja, ist das so? Ja, ich finde den ziemlich stark. Also, ich hatte Slanisch auf vorhin. Keine Ausreden. Das sind echt nur Ausreden, Marius, also von daher, das musste ich mir die ganze Zeit anhören, von dir. Deswegen kauft sich da hinten auch jemand Zwerge sein im Bäumen. Hätte auch vorher gehabt. Nein, oder? Wir dürfen nicht so stark vom Team abkappen. Jensi, sag mal an, was macht Marius in der Platzierung? 8 bis 12. 8 bis 12, ich?
Das Problem ist, ich habe dich mit den Zwergen noch nicht spielen sehen. Schlecht. Sei froh. Schlecht. Schlecht kann ich dir fast gar nicht glauben. Sagen wir mal, vorderes Drittel. Das heißt, 1 bis 18. Ja, dann sagen wir mal, das ist nicht vorderes Drittel. 1 bis 12. Du selber? Ich selber? Wenn ich Glück habe, Top 10. Ich glaube, es hängt ganz viel vom Pairing ab, weil einige Listen genau das machen, was ich nicht will. Die verstecken sich hinter Bögen und Armbrüsten und weiß ich nicht. Top 10. Und Paddy? Ich glaube, Paddy schließt am besten ab von uns. Glaube ich auch. Meine Einschätzung? Ich habe nur den T2-Armee. Ich sage, ich und Marius kämpfen um den letzten Platz hier im Auto. Okay. Weil du hast zu viele Helden, zu wenig Modelle. Und wenn es hart auf hart kommt, naschen sie dir gleich die ersten zwei großen Helden weg. Das will doch so. Nee. Das kann passieren. Das kriegt, ich glaube, das ist zu viel Druck dann. Auch wenn er danach beschwört. Jensi, sage ich, gewinnt 3 Spiele. Mindestens. Ja, Jensi gewinnt 4. Nein, ich sage, Jensi gewinnt mindestens 3 Spiele. Das kommt auf Setup an. Ich sag 4. Du warst ja eben dran. Oder? Ihr seid euch einig. Paddy, sage ich, gewinnt 4 Spiele. Hört, merkt euch das? 4 Spiele, sage ich. Er gewinnt ein Spiel im vierten Spiel. Und. Aber du weißt schon, dass das gerade mit dem Druck aufbaut. Das geht nicht. Das ist meine Meinung. Ich sage, du gewinnst 4 Spiele und machst die beste Platzierung im Auto. Danach kommt Jens und wir streiten uns um die Laterne. Er baut ja nur bei den anderen Druck auf, Paddy Wills. Nee, bei dir doch keinen. Wenn ich sage, du spielst um die Laterne, baue ich mich doch keinen Druck auf dich auf. Wenn ich dann trotzdem Vierter werde vom ganzen Turnier, ist das vollkommen in Ordnung. Du sagst, was Vierter? Ja, wenn ich der Letzte im Auto bin und ich Vierter werde. Also wenn das ist, dann feiere ich das. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Das wird nicht passieren. Ich sage auch mal so, ich mache mal gleich so ein kleines internes Ding. Wenn einer, falls das wirklich gewinnen würde, der gibt erstmal einen aus dann. Ne? Ja, dann gehe ich mit. Okay. Also hoffen wir mal, dass irgendeiner von uns gewinnt, dass wir einen Schüler. Aber realistisch gesehen. Es wird sehr, sehr schwierig. Also es muss Paarung, es muss wirklich alles stimmen, dass du auch 5 Spiele konstant gewinnst. Du musst auch einen guten Tag haben mit Würfeln, muss man ja auch mal sagen. Ne? Du brauchst halt auch Glück im Pairing. Ne? Ja. Du brauchst auch Glück im Indie-Wurf, wenn ein Indie-Wurf nicht kommt. Ja genau, die Würfel müssen mitspielen. So ist das halt beim Tabletop. Oder Chefe? Ja, ich, der hat einen Tunnelblick. Nein, ich muss Auto fahren. Ja, ja. Sorry. Ja, ja, ich sag ja. So, was gibt's noch schon Schönes Neues? Alle warten gespannt auf die FAQ. Nee, ich bin gespannt, ob sich die Fernkampfarmee wirklich durchsetzt. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich sage nein. Keine 5 Spiele. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie Fernkampfarmee. Ja, das reicht ja auch 3 hoch. Nee. Glaubst du nicht, 30-80? Nein, 20, weil ich glaube. Wenn du Spiele 80-20 gewinnst, dass du. Und noch knapp verlierst. Es wird keiner 3 Spiele 80-20 gewinnen. Oh. Glaube ich auch nicht. Ich erinnere dich dran jetzt. Ich hab da einen Gedanken. Also, ich glaube, also das wäre der Super-GAU, wenn einer mit 3 Siegen das Turnier gewinnt. Sind wir mal ganz ehrlich. 3 Siege hoch und knapp verlieren. Das ist ja schon. Ist das schon mindestens. Ja, das sind. Und wenn du 40-40 hast, grauer 20%. Kann sein. Grauer 20% muss ich erstmal hinkriegen. Ja, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Dass du 3-mal übertrieben hoch gewinnst und dann 2-mal ganz knapp. Alles möglich. Alles möglich. Da ist ja nicht eine schlechte Liste in dem ganzen Turnier. Ja, das stimmt. Aber du fährst ja auch schon seit 3 Jahren auf Turnier. Nicht alle Listen, die alle gute Listen haben, sind auch super Top-Spieler. Ja, andere machen auch Spielfehler. Ja. Nicht nur wir, andere ich auch. Ich mache ja auch Spielfehler. Gestern, wo ich gestern gespielt habe, nochmal zur Probe, gegen Daughters of Cain, wenn ich da gespielt habe, wenn ich da so heute spiele, sage ich 3 Spiele Niederlagen. Da hast halt keine Spielfehler machen. Auf dem Niveau. Also meinst du, vielleicht sind auch ein paar Copy-and-Paste-Listen dabei oder was? Auf jeden Fall. Stimmt. Ist ja nicht schlimm. Dafür ist es ja da. Ja, solange du übst, ist ja alles gut eigentlich. Du musst dich halt einspielen, ne? Nicht so wie ich. Aber ich glaube, es wird auch eine richtig krasse Überraschung geben. Ja, war ja bei unserem Turnier auch. Ja.
Also ich kann den Sascha ja nicht vorher oder habe auch noch nie so viel von ihm gehört und dann fühle ich dann komplett rasiert, ne, in dem Turnier. Ja. Aber man muss aber auch sagen, ein Tagesturnier und ein Zweitagesturnier ist nochmal viel, viel ausgeglichener vom Ergebnis her. Weil wer da wirklich oben steht, der hat es auch wirklich verdient. Das ist Fakt. Ja. Weil manchmal dann wirst du keine leichten Gegner, irgendwann kommen die schweren Gegner. Ja, weil beim Tagesturnier kannst du ja wirklich durch Glück und ein bisschen, wenn du Glück hast mit der Paarung am Anfang und im richtigen Moment den richtigen Gegner bekommst, kannst du ja das Turnier gewinnen. Das ist heute nicht möglich, weil morgen kommen nochmal zwei Spiele. Oder? Und das erste Turnier nach General Temple 2019. Jo, da gibt es eh immer Überraschungen. Der Trend geht auf jeden Fall wieder auch zum Fernkampf oder man kann sagen Antilisten gegen Jens. Hi. Ne? Ja, ich glaube, die Armeen, die im Nahkampf nicht mithalten können, versuchen sie jetzt gar nicht mehr, sondern gehen konsequent dann in den Fernkampf. Das hast du sehr gut erkannt. Also, aber wie gesagt, was nützt dir die besten Nahkampfarmee, wenn du dich als erstes angreifen kannst? Deswegen ja. Deswegen hat er gesagt, dass die schlechten Armeen dann gegen... Flashinger kann das, die wollen unbedingt in den Nahkampf kommen, unbedingt in den Nahkampf, die können das auch mitnehmen. Fireslayer können sogar über die Loge mitnehmen. Und wen habe ich vergessen, der ist einfach das Slanish, macht es einfach andersrum. Ja, das andersrum wird ja jetzt öfters auch noch kommen. Genau. Ja. Und das sind die vier, die nach wie vor ganz klar im Nahkampf wollen und der Rest ist dann jetzt... Aber Slanish macht schlecht so viel Schaden wie... Ein richtig, das haben wir ja als Spieler. Ja, macht Schaden ist nicht so stark. Hast, aber nicht so viel Schaden. Das ist so, der Burst ist nie so Schaden. Ja, ich war gerade zustimmend. Deswegen beschweren sich auch nicht so viele über Slanish, weil der Schaden ist nicht so immens. Der ist einfach nur okay für die, gut für die Punkte und nicht okay wieder. Ihr seht, ja, so geht das die ganze Fahrt hier noch. Hallo. Ja. Mein Argument wieder dazu. Bei Flashinger darf eine Einheit als erstes angreifen. Ja, Stopp. Slanish darf die ganze Armee. Das ja, aber was ist denn, wenn nichts kommt? Wo kommt nichts? An Schaden. Ja, bei Flashinger kommt immer was. Das ist ja nicht so schwer. Freewall da, Zusatzwürfel da und tot alles. Oh. Ja, jetzt haben wir wieder unsere Lieblingsdiskussion seit zwei Wochen. Da kommt auch Damage. Also ich muss genau jetzt schneiden. Die haben zwar keinen Move, aber Damage kommt. Ja. Bei Slanish Beschwörung, aber nicht so viel Schaden. Ja. Auch noch beim Würfeln nur 6. Sorry. Aber das ist auch immer. 6 ist ja das Schöne, das Spiel, das soll ja auch belohnt werden. Ja, das ist doch gut. Wie bei jeder Armee. So, wir machen mal einen kurzen Cut, damit sich alle wieder beruhigen. Da sind wir wieder, 100 Kilometer vor Gelsenkirchen. Kurzes eigenes Video. Warum wir so schöne, nette, tolle Shirts haben, jeder. Wir werden ja neuerdings von der SG Stern und von Mercedes gesponsert. Vielen Dank dafür. Wir haben auch den schönen SG Stern Sprinter bekommen, damit wir auch sicher nach SG nach Gelsenkirchen fahren können. Hier an Seiten haben wir schön unser Logo mit dem Mini Paradise. Und hier links sieht man die Sparte Tabletop. Vielen Dank dafür. Wir machen das Scheißding voll, hat er mir gesagt. Als nächstes machen wir noch ein bisschen Werbung für unser eigenes Turnier in Westuffeln, 20.07. Wir haben noch 3 Plätze frei. Leute, kommt vorbei. Wir haben neues Gelände, neue Matten. Wir haben einen eigenen Grillmeister, der für uns grillt. Und 3 Plätze, 20.07. Kommt vorbei, das wird wirklich super. Größte deutsche Tagesturnier. Die Anmeldung geht ja noch 2 Wochen. Oder 2 Wochen noch Zeit, bis das endlich losgeht. Wir haben Bock drauf. Westuffeln mit neuer Location. Das wird richtig gut. Oder Mann? Ja, selbstverständlich. Mach das Ding voll! Greif mal richtig an. Das stimmt. Ja, kommen wir nochmal kurz. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Wer wird euer Favorit? So aus dem Bauch raus. Meiner wird der Skaven-Spieler. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe mir die Liste angeguckt. Ich glaube, dass der, wenn er gut vorbereitet ist und gut spielt, das Ding holt. Was sagst du, Marius? Ich sage, es gibt irgendeine Überraschung. Ich habe mir die Liste jetzt leider nicht so genau studiert, wie sehr er studiert ist. Also du sagst, es wird jemand, der sonst nicht Turniere gewinnt. Ich sage eher jemand mit einer Liste, die man nicht so auf dem Schirm hat. Okay, Paddy? Ich sag schon, dass man der Turniersieger einmal kennt. Wie gesagt, wenn man immer noch ein Turnier gewinnen will, muss man unseren Mr. Nummer 1 Fist schlagen. Ja. Weil ich glaube nicht, dass er 5 Spiele
so viele Spielfehler macht. Vielleicht kriegt er bei der Auslosung mal Probleme oder beim Battleplane, aber er wird nicht die wenigsten Spielfehler machen. Und wie gesagt, ja, ich glaube auf jeden Fall einer, der regelmäßig, ja, so aus dem Top 10 von dem Ranking, wenn wir uns das sagen. Also er selber? Nee, auf gar keinen Fall. Ja, gut, dass ich der Einzige bin, der eine Liste gesagt hat. Man sieht, wie die Leute vorbereitet sind. Nämlich gar nicht. Wenn du eine Liste hast, aus deinem Mund. Ja, ich bin auch total schlecht vorbereitet. Wie die. Ja, das gesagt. Was meinst du? Liste hört jetzt. Baut doch mal ein bisschen Druck auf die Leute. Ja, die sehen das ja erst danach. Na, eigentlich muss man sagen, das ist Sebastian Favorit. Ganz genau. Weil er letzten zwei Turniere gewonnen hat. Gut. Sepp, du bist unser Favorit. Hast du gehört? Ich glaube nicht dran. Nein, ich glaube auch nicht. Aber es ist unmöglich. Er kann ja nicht 3-1 haben. Wir Nein, wird schon wieder Fach gesimpelt. Ja, denn warum er nicht so richtig? Das ist Bubulust. Absolut topfit. Beste Mann wieder am Steuer. Ohne ihn wären wir nichts. Ne? Was ist denn los? Ich bin völlig müde. Moin, moin. Das Mikro an. Tag 2. Ja, ich guck nochmal. Mikro ist an. Volle Lust. Die haben Bock da hinten. Wir wollten eigentlich gestern noch ein Video machen, aber das ging völlig in die Hose. Wir waren fix und fertig, sind ins Hotel, haben noch was gegessen und dann ab in die Koje. Ja, Jungs, wie lief es denn eigentlich so ganz gut, oder? Stark. Marius? Wahnsinn. Meine Erwartungen sind erfüllt, ne? Ja, Top 10 ist erfüllt, definitiv. Paddy? Meine Voraussagen habt ihr alle geflucht, aber die steht bis jetzt, ne? Ja, das steht bis jetzt, aber du hast ja gesagt, 4 Siege, eine Niederlage. Die erste Niederlage habe ich gleich im ersten Spiel gekriegt. Ja, war aber eine knappe Niederlage, somit eine knapp. Ich will es ja nochmal betonen, mit seinen Slanisch nochmal 2200 Punkte nachbeschworen. Da lief's von Maris. Die Keeper sind richtig ausgerastet, das erste Mal, habe ich das erste Mal gesehen, Respekt. Eigentlich hätte es noch viel höher ausfallen müssen, die Niederlage war leider 19-18, also für mich leider nur 19-18. Also Maris hat gewonnen. Zweites Spiel habe ich gespielt gegen Sebastian Heffersen, zweifacher Turniersieger vom letzten Mal mit seinen Fire Slayers. Hat nämlich ein bisschen Glück, weil er nicht so viel Move hatte, habe ich ihn zum Ende gekillt mit meinem Move. Habe ich 20-16 gewonnen. Und das dritte Spiel habe ich gespielt gegen Stormcast. Der war leider noch ein bisschen anfängerhaft und habe einen 40-8 in der vierten Runde hat er aufgegeben. Ja. Also es ist gut. Alles läuft nach Plan. Alles ist gut, Bam. Aber jetzt kommen die dicken Kopf. Jetzt kommen die Fische. Noch ich will nochmal zu Marius. Marius, also nach dem ersten Spiel, ne, hatte ich ja wirklich gedacht, dein Plan geht auf, Junge. Jetzt ohne Scheiß. Habe ich gedacht, der überzeugt mich doch mit seiner Liste. Aber nach den anderen zwei Spielen hatte ich recht. Ich bleib dabei, ich finde meine Liste gut. Ja, du kannst zweite Runde gegen Jens müssen wir nicht drüber reden. Dritte Runde war halt wirklich wenig Spielfehler gemacht und trotzdem verloren passiert. Und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, dein drittes Spiel. Also dein zweites Spiel verlieren, okay, alles gut, kann man. Ja. Aber dein drittes Spiel, das verlierst, das hätte ich nicht gedacht. Kann ich mir auch nicht erklären, wie das passieren ist. Es lief alles super. Erste Runde, ersten zwei Runden top gepunktet und dann kriegt er es noch irgendwie hin, den Rest, das mir meine Helden rauszunehmen. Das war völlig unerwartet. Das war doch bei uns gegeneinander auch. Die ersten zwei Runden hast du auch gesagt, hast du schon verloren und auf einmal in der dritten Runde hast du alles aufgeräumt. Genau, und in dem Spiel war es aber komplett andersrum. Ich habe die ersten nach den ersten zwei Runden 14-1 geführt. Oh, alter Falter. Wie viel? 14-1. Ich habe 5 Punkte in der ersten Runde, 9 Punkte, also in der zweiten Runde voll gepunktet. Nein. Nicht gegen sie, im dritten Spiel. Oder? Nein, er hat mir die Helden rausgenommen. Er hatte ja eigentlich nichts mehr. Mit dem Rest hat er es geschafft, mir alles zu töten. Ja, aber du musst ja irgendeinen Schluss und ein Fazit aus diesem Spiel ziehen und eine Verbesserung. Und genau das ist mein Problem, weil ich da nicht genau weiß, weil ich keinen Fehler gemacht habe. Und gut, ich meine, es ist ein Keeper gegen 5 Evocator, sang und klanglos untergegangen. Okay, kann passieren, ist ein Würfelspiel. Aber heftig. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, das Würfeln ist immer noch das. So, kommen wir mal zu unserem aktuellen Zugpferd wieder mal. Renzi? Läuft, ne? Kann man nicht anders sagen, ne? Ja. Bin ganz zufrieden. Ich hab Heffersen auch im ersten Spiel gehabt. Ja. Warte mal ganz kurz. Platz 1 gegen 2, Mann, was für ein Zufall. Hab das erste Mal gegen ihn gewonnen, sonst habe ich immer gegen ihn verloren. 14-13, von daher sehr knapp. Zweites Spiel dann, wie gegen Marius eben schon erwähnt,
Und drittes Spiel dann den Timo. Da war es dann ein bisschen eindeutiger, ja. Von daher. Da hast du die Punkte geholt. Da hast du gerockt. Die reingeholt, die ich die du brauchst. Beim Heffersen hab liegen lassen. Genau. Sehr gut, also läuft alles nach Plan. Heute noch zwei Dinger, dann hast du den Pokal. Schauen wir mal. Oh, ich glaube schon. Top 5 wäre gut. Das schaffst du. Ohne Scheiß jetzt. Glaube ich auch. Das ist ja jetzt. Du jetzt Top 5 schaffst. Jetzt glaube ich es auch. So, bei mir. Erstes Spiel. Zweites Spiel, top. Drittes Spiel habe ich leider verwürfelt, aber auch noch zufrieden. Viele Punkte holt, Platz 4 zur Zeit, läuft. Bin absolut zufrieden. Ich spiele zwar nicht viel, ich bunker nur, aber alles gut. Bist du der Bunkermeister? Ich bin der Bunkermeister. Also es hat nicht so viel mit dem Dollars zu spielen, wo du da 500 Würfel im Spiel würfelst. Du stehst, blockst, hoffst, dass nichts kaputt geht und weiter geht's. Chilliges Spiel, hatte ich noch nie. So, was noch? Was glaubst du? Nicht nachgeschwitzt gewesen? Nee, kein einziges Spiel. Nicht einmal geschwitzt? Nee. Also nicht einmal Kopfschmerzen oder fix und fertig? Ja, du warst der Einzige, der nicht fertig war. Alle hängen gestern in den Seil. Ja, außer ich. Top, lass mal weggehen, Das stimmt. Topfit. Ich hoffe, das geht so weiter. Ich war nach dem zweiten Spiel schon fertig. Du kannst zu heim fahren. Weil Felmer zum Beispiel das erste Spiel gegen den Polo war Feierabend. Ich hab nicht schon heimgehen können. Das war so. Sag's jetzt nochmal, hier ist ein Blitzer, oder? Ich fahre zum 10. Mal. Marius fährt jetzt zum 3. Mal rein in den Blitzer. Ich fahre Strich 70. Das sagst du immer. Ja, Strich 70. Das ist schon Lappen weg. Nein, nein, alles gut. Ja, Vince, machen wir noch mal kurz das Fazit. Wen glaubt ihr, wer das Ding heute holt? Ich bin jetzt sogar der Vermutung, dass es doch das Jens macht. Jens macht das. Jens oder du? Jensi? Ich glaube Julian. Julian. Der jetzt auf Platz 2 ist. Ja. Okay, also Julian Ibel Kniebel. Also wenn er das holt, da würde ich ihn richtig feiern. Marius, wen sagst du? Ja, Jens oder Tobi, tatsächlich. Kannst ja mal fragen, was jetzt... Ich hau mal richtig einen raus, ich sag, du gewinnst. Weil du holst jetzt einen guten Sieg und dann kriegst du ein Line-Up, was dir besser ist. Mal angenommen, du kriegst einen Free People in der letzten Runde und das letzte ist für Free People super schwer. Ich sag's einfach mal, ich hau den mal so raus. Nein, sag doch mal, was jetzt einfach. Jens hat ja gesagt, Top 5 ist jetzt dein Ziel. Meine Alter. Ist jetzt. Ich hoffe, dass ich auch in die Top 10 komme. Jetzt heißt eigentlich nur Top 10 verteidigen. Okay. Wofür? Du bist drauf? Ich? Was? Ja, ich fahre, Leute. Ja, keine Ahnung, mir ist es mittlerweile egal. Nicht ein 36. Ne? Ja, nicht ein 36. Ich glaube, das geht nicht mehr. Ja, das sag ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Kommt jetzt auf das Spiel an. Ja. Ich schätze mal, wenn ich jetzt gegen 10 spiele, da werde ich. Ich weiß nur eins. Sehr, sehr schwierig. Heute Nacht hat mein Gehirn nur gerattert. Ja. Ich konnte gar nicht schlafen, war glaube ich dreimal wach und dabei so gedacht, was machst du denn gegen den Beschiss? Vielleicht sollten die das nächste Mal nicht machen. Die Paarung und also die Battle-Fan. Ganzen Abend, es ging alles nur ratter. War es bei dir auch oder hast du geschlafen wie ein Baby? Ich habe geschlafen wie ein Baby. Er war fix und fertig. Da konnte kaum noch Auto fahren, der Mann. Yo. Wie yo. Um 8 hast du gesagt, du willst ins Bett. Ja, ich war tatsächlich müde, ja. Bin ich der Einzige, der sich nur Gedanken macht? Dir. Die Keeper, die rauben dir schon ganz schön in die Rie. Naja, das dritte Spiel, ja. Wenn ich die einfange, halt 3-3 und sonst noch. Naja. Das ist jetzt so aufgebaut. Wir kommen nachher nochmal wieder also wie normal. Zum Endschluss des Turniers. Pokal, jetzt fahren wir hin, geht's gemütlich los. Hast du deinen eigenen? Und dann schauen wir mal. Also zwei Punkte, wenn du. Sofern ich es mitgekriegt habe, hat es keine größeren Auseinandersetzungen gegeben. Alles ist super smooth abgelaufen. Ich finde das Page auf jeden Fall immer wieder super. Ihr seid super, das System ist okay. Und ja, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank von uns an euch. Danke für die Orga. Auch nochmal vielen Dank. Wie gesagt, ich hoffe auch, es hat jedem Spaß gemacht. Wenn noch was gibt, kann jeder so bitte zu uns am besten herantreten. Wir freuen uns natürlich auch über auf jeden Fall die T3-Bewertung. Da Comments oder sonst irgendwie. Wir versuchen das immer mit einzubauen. Kann vielleicht jetzt schon mal ein bisschen noch mal kurz Werbung machen für unser nächstes Turnier im Oktober. Das ist wieder ein Eintagesturnier, das ist natürlich alle herzlich wieder eingeladen, vorbeizukommen. Und ja, dann ohne weitere lange Vorrede kommen wir zu den Platzierungen. Genau, also wir waren voll besetzt, 36 Leute, mehr geht auch nicht, ohne zusätzliche Räume zu nehmen. Wir könnten theoretisch 40 machen.
dann wird es aber schon relativ schlimm. Also gibt es noch einen extra Raum, da kommen dann zwei Platten rein, das ist auch nicht so viel Platz dann da, aber 36 glaube ich schon relativ groß, wenn das jetzt nicht sogar schon mit das größte in Deutschland war. So. Ja. Kassel kommt. Die stellen, glaube ich, diesmal 42 Platten oder was? Ja, 42 Platten. Ja, 42 Platten. Alles klar, dann geht's los. Wir fangen an mit dem letzten Platz. Der letzte Platz bekommt auch einen Preis. Und zwar ist es der Christian Sully Goldbach. Hätte da ja wenigstens schön ausschneiden. Ein Trost noch. Ab wann wollt ihr die Plätze? Ich will das alle durchgehen. Ist vielleicht nicht ganz so spannend. 20 ist eigentlich auch zu viel. 15. Könnt ihr auf 15 einigen, wenn das in Ordnung ist? Fang mal an. Dann fange ich mit 15 an. Und zwar ist das der Oliver Slapgamer 13. Ich glaube, ich klemme mir auch die Nicknames. Die 14 ist der Sebastian Knamm. Ist der Felix Sachsen. Ist der Tobias Falkowski. Ist der Julian Wagner. Die 10 und dafür auch schon qualifiziert für einen Preis ist der Stefan Müller. Ja. Dann die 9 ist der Daniel Pommer. Ja. Nächstes Mal besser nachmessen. Ja, wir haben noch weiter nach vorne. Die 8 ist meine Brothers in Arms Philipp Füßel. Platz 16. Die 7 hat der andere Brothers in Arms belegt, das bin ich. Die 6 ist der Andreas Hölter. Da kommt zu den Schablonen noch eine formschöne Würfelmatte. So, dann kommen wir schon zu den Platzierungen 5 bis 1. Genau. Jetzt gibt es Pokale. Jetzt gibt es Pokale. Den Platz 5 hat belegt der Sebastian Vogler. Und das Oktoberturnier ist schon dabei. Ja, die ist schon wieder dabei. Schon wieder gebucht. Keine Chance da. Kannst du nicht Nein sagen. Also wirklich. Okay. Auf der 4 ist der Max Klassen. Ich würde sagen, also wir haben hier Fireslayer, Flash Eater. Ich werde gleich ein Schema erkennen. Das Oktoberturnier und das Essen auf dem Oktoberturnier. Dankeschön. Rund auf der Jens Freude. Geht so weiter, bitteschön. Und dann musst du bei uns melden, welche Start-Collecting-Box du hast. Ja, also dritter Platz kriegt eine Start-Collecting-Box von uns. Entweder wenn du das nächste Mal wieder hier bist, oder wir schicken dir die zu. Das kannst du dir aussuchen. Das machen wir. Ja, du kannst ja. Der zweite Platz. Platz 2 und sehr, sehr knapp mit Platz 1. Es sind tatsächlich 10 Punkte. Ne? Also Platz 2 hat 3186. Platz 1 hat 3.196, mit den 86 ist es, ich sage jetzt mal leider, der Patrick Koch. Herzlichen Glückwunsch. Siehst du, geht doch alles. Nicht mehr ganz viel. Ja. Und dann kommen wir zu Platz 1. Platz 1 gewinnt eine Forbidden Power Box, eine Start Collecting Box, den größten Pokal und das ist der Manuel Koch. Woo!
wie du meinst. Also insgesamt waren die Platzierungen sehr knapp. Also wer im letzten Spiel den Gegner ordentlich wegrasiert hätte, hätte locker noch Top 10, Top 5, sogar bis zum dritten Platz wäre da noch alles drin gewesen für viele Leute. Also immer in jedem Spiel, jeder Punkt zählt. Ja, aber nicht anfangen, warum zu bitchen, das wollen wir hier nicht. Und dann kriegt ihr nicht Punkte abgezogen von uns. Ja, ja, insgesamt passt machen, das. Wir den Gutschein wegnehmen? Ich habe die hier noch abzugeben, falls jetzt irgendwer so eine Schablone nicht hat. Und ganz schnell gleich bei mir ist hier so. Ich laufe gleich rum und dann lasse ich ihn zufällig fallen. Also auf. Ja, wir sind damit durch. Ich hoffe, ihr kommt alle gut nach Hause und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder weitermacht. Was für uns anhören? Ja, dass ihr jetzt drittschlechtester als bei uns sein. So, Heimfahrt. Wir sind wieder da. Haben wir alles abgeräumt und sind jetzt wieder heim. Ne? Keiner hat damit gerechnet. Marius, und? Wie fandest du das Turnier? Ja, war in Ordnung. War in Ordnung? Da muss ich ja sagen, dein spielerisches Ziel knapp verfehlt, ne? Ein Platz. Ein Platz. Ich hoffe, er fängt jetzt mal endlich an, Nachtschichten zu malen. Natürlich nicht. Warum denn nicht? Ja, weil ich spielerisch fast alles erreicht habe. Was ich sogar schon das erreicht, aber wenn er malen abzieht, dann ist er. Das ist geil, komplett. Von Platz 11 auf 28. 28 von 36, wegen damit nichts mehr Malung. Ich wär's der 11., das ist schon. Eigentlich nicht schlecht gewesen. Ja, geil gewesen. Und Paddy, was sagst du? Wer hatte recht mit deiner Liste? Wer hatte recht? Manuel hatte recht. Ja. Also ja, ich habe 4 Siege, wie Manuel vorgesagt hat, eine Niederlage. Ja, heute am Spiel habe ich gegen Tobias gespielt mit seiner Order-Liste. Ich habe alles spekuliert auf einen Doppelturn in der zweiten Runde. Der liebe Gott wollte halt. Das ist Paddy sein Spezialgebiet. Der liebe Gott wollte halt, dass das kommt. Und so habe ich. Und hätte ich den Turn nicht gekriegt, hätte ich verloren. Und in der letzten Spiel habe ich gegen Skate gespielt, ein sehr guter Spieler. Hat richtig geil gespielt, aber er hatte halt Pech mit dem Missionenziel, dass ich als Ersten eingenommen habe und immer, ich konnte halt die Punkte nicht aufholen. Aber ich muss echt sagen, ich hatte heute sehr viel Glück. Aber es gehört auch dazu, ich bin sehr zufrieden. Ja. Aber wenn man mal ein Indie-Wurf gehabt, ja, dann wäre das anders rausgekommen. Ihr wisst ja, das Sprichwort ist ja so, man erzählt viel, das ist dann die Lüge und wenn aber kommt, dann ist es die Wahrheit. Ach so, ich hab's vergessen. Zweiter Platz. Zweiter Platz, Paddy. Hätte einen Indie-Wurf gehabt, wäre deutscher Meister gewesen. Ein einziger Indie-Wurf. Kennen Sie? Ja. Zugpferd. Top 5 hat geschafft. Hab ich Ziel erreicht. 4 Siege, habe ich auch gesagt. Ja. Trotzdem hier. Ja. Nur auf 3. Vorletzter im Auto. Vorletzter im Auto. Nein, Top 3 super. Bisschen ärgerlich, dass man als Zweitplatzierter ins letzte Spiel gegen den Erstplatzierten, ja, gehen muss. Das ist mega heftig. Das System finde ich grenzwertig. Also müsste man sich vielleicht mal irgendwas anderes finden. Weißt du, wann man sich das grenzwertig findet? Wenn man erst selber in der Situation ist. Ja, das Problem ist ja, wenn ich das ein bisschen deutlicher sogar verliere, falle ich von 2 auf 7, 8, 9 oder vielleicht sogar aus den Top 10 raus. Ja, hatten wir alle schon gehabt, ne? Weißt und, du noch? Das finde ich ganz schön krass, um es mal so zu sagen. Ja, das ist halt, wenn man hohe Siege hat. Kommt man richtig hoch. Ja. In letzten Turnieren hatte ich immer Pech, dass ich nie richtig hohe Siege habe. Und habe auch Mittelfeld rumgebimmelt. Ja. Ja. Es gibt so Tage und so Tage. Dann mit dem Battleplan, wenn du mit den Zwergen halt deine Punkte hast, dann hast du die. Fireslayer, ich habe ja gegen Damano gespielt und es gab nur 2 Missionsziele. Und je länger du die hältst, desto mehr Punkte kriegst du dafür. Ja. Habe ich auch noch mal Pech gehabt, wenn man das so in der Konstellation betrachtet. Im Pairing halt einfach. Ja. Ich finde, mein Fazit ist, Missionen sollten mindestens 4 Marker haben, damit du die spielst. Bin ich auch für. Auf dem Turnier. Und ich habe das allererste Spiel, 13-14, habe ich gewonnen mit 14 Punkten gegen Heffersen, also Sebastian. Und habe einfach Glück gehabt, dass 3 Runden hintereinander das Primärziel bei mir runterfällt und nicht bei ihm. Und den Random-Faktor, wenn man den rausnimmt, auch wenn es anders in den Büchern steht, dann sagt man halt, das Primärziel bringt 2 oder 3 Punkte, aber dann immer konstant für alle. Und jeder weiß, worauf es sich einlässt und es hängt am Ende nicht an so einem Wurf, ob du ein Spiel gewinnst oder nicht. Das wären so meine Ideen für Verbesserungen, aber alles in allem, Platzierung ist auf jeden Fall okay. Ist halt, wie gesagt, im Moment so ein bisschen skeptisch, aber eigentlich ganz cool. Ja, zu den Battleplans kann man ja sagen, das waren alles 2,19, und wir haben jetzt schon 3 Battleplans, die sehr bescheiden sind. Mann, ja. Scheiße. Die Kugel ist auch bescheiden. Ja. Ist auch zu viel Zufall drin in meinen Augen.
Das sind aber aktuelle Battleplans und das ist halt richtig schade. Das ist unsere Meinung, jeder kann eine andere Meinung haben, aber ich sage, es war nicht so geil, die Battleplans. Das ist auch cool, wenn man untereinander so Fun-Games macht, aber für so ein Event, wo es dann halt auch, da fände ich es halt cooler, wenn du den Zufall halt ein bisschen rausnimmst. Ja, ganz genau. Ja. Und vor allen Dingen, das haben wir auch gesagt, der letzte Battleplan muss halt was sein, wo alle gute Chancen haben und nicht die einen zu stark beeinträchtigt und die anderen nicht. Ja, wenn der Manu hat 5 Drops, ich habe 5 Drops, wenn er den Wurf gewinnt und zuerst aufstellen kann, stockt er mit der Halfguard da raus. Dann wäre es eindeutig gewesen. Und dann sehe ich den Punkt nie wieder. Weil dann wärst du mit deinen Terrorgeister reingecharged, die wären gestorben und du hättest sie nie bekommen. Aber ich habe auch keine Alternative als reinzuchargen. Ich muss sie dir praktisch in den Rachen werfen. Genau. Und genau. Der Battleplan, die Zwerge sind super cool, auch mega stark im Moment, haben halt Schwierigkeiten im Movement und mit dem Battleplan nimmst du ihm das Einzige, was er nicht kann, nimmst du halt raus. Ganz genau. Er ist super tanky, er macht super viel Schaden, er kann sich halt nicht bewegen, aber das muss er nicht dafür. Ja, Battleshock Immun kommt ja noch, das ist ja egal. Spielt ja in dem Moment keine Rolle. Es geht ja darum, dass du mit deinen Eilen ausmanövrieren kannst durch deine Bewegung. Dass er halt mit seinen wichtigen Einheiten irgendwo anders steht und du schneller bist. Aber kann das nicht dabei. Aber das kannst du bei dem Battleplan halt nicht. Und deswegen sind in dem Battleplan wären die Fire Slayer wahrscheinlich die beste Armee, die du spielen kannst. Halt. Weißt du, was da auch bevorzugt ist? Der Fernkampf und der Zauber sind da aber auch bevorzugt. Weil die Leute müssen stehen bleiben und können nicht weiterlaufen. Ja, kommt noch dazu. Deswegen, weil wir gegeneinander gespielt hättest du eindeutig geworden. Ich hätte nie die Terrorgeister. Herring. Ja, nie die Terrorgeister tot gesehen. Ja, also der Battleplan kommt mir als Flash-Hinterspieler ja schon entgegen, weil ich wahrscheinlich auf Platz 2 bin von dem, was die es haben will. Aber gegen Fire Slayer sehe ich dann halt auch wieder anders. Genau, weil das Parrying. Das macht das halt so viel Parrying aus. Wirklich, ja. Parrying, wer fängt an, Inni-Wurf, das sind so 3 Hauptgänge, die müssen einfach so ein Turnier stimmen, wenn du das nicht hast. Es ist halt immer noch ein Würfelspiel. Ja. Aber sonst ist cool, Platz 1 bis 3 mit nach Kassel zu nehmen, würde ich sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt noch. Der hat noch gar nicht geredet. Ja, Entschuldigung. Die Kamera. Ja, ich habe vorausgegriffen. Ne? Deutscher Meister. Ja. Spiel 4 gegen Zinch, habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt gewinnen will, dann muss ich absolut Risiko fahren. Beide Schocken, 9er Charge, ohne Reroll, rein, geschafft, Vollgas gegeben. Hinten raus wäre ich getabelt worden, aber ich habe so viele Punkte geholt, dass ich es dann doch noch geschafft habe, das Ding zu gewinnen. Und sogar ziemlich hoch, dass es mich dann noch weiter auf Platz 1. Welchen Platz war ich seit gestern? 2. Du warst Dritter? Erster Jens, zweiter Julian, dritter Tobi, vierter warst du. Genau, vierter und dann war ich nach dem vierten Spiel Erster und das hat mich so hochgeknallt. Das hätte auch komplett anders aussehen können und dann im letzten Spiel gegen Jens hat das halt für mich auch nochmal, da war halt wirklich das Glück. Guter Battleplan, die Firestars sind gut gegen Flash Eaters. Ich habe 3-mal auf dem Turnier gegen Flash Eaters gespielt. Er hat aber auch keinen Spielfehler in dem Spiel gemacht, doch, muss man dazu sagen. Du warst weg, ich habe einmal gegen die Wand gehauen, weil ich die Schmiede komplett 2 Runden nicht wieder genommen habe. Mit dem Safe von 1. Ich dachte, das war so eine Holzwand, da habe ich nur so gemacht. Was ist denn hier los? Eigentlich bin ich doch das. Weil mich das geärgert hat. Da warst du gerade auf Toilette, hab ich gesagt, Alter, ich leg den Zettel noch auf die Würfel, dass ich das nicht vergesse und habe 2 Runden die Schmiede vergessen. Naja, hat trotzdem gereicht. Also, man muss auch sagen, die Fire Slayers, wenn du dich da ein bisschen dran hältst und nicht so aggressiv und planlos rumläufst. Entscheide, mach die Spielfehler weg. Mach einen kleinen Spielfehler weg, das muss man wirklich sagen. Also, da braucht man auch keine Scheu haben, das zu sagen. Wahnsinn. Aber. Also, hast du es nicht bereut? Nee. Aber was ich auch wieder gemerkt habe, das ist, wenn du die Helden wegsniperst, die fallen wie die Fliegen. 5er Safe, 6er, keiner 6, da geht nicht. Ey, da geht alles durch. Ohne Scheiße. Ja. Da schießen da billige Pink Horrors oder Blue Horrors mit 4+, 4+. 30 Schuss, da geht nur eins Zwerge wegnehmen. Die ganze Zeit. Naja. Kannst du ja noch was sagen? Bist du jetzt fertig mit deinem Last Name oder weiter? Ja, ich bin fertig. Ich könnte dir mal vor links sagen, positive Überraschung und was Rose 100 hat. Meinst du jetzt von Verlierer und Gewinner da heute auf dem Turnier? Guck mal, ich sage zum Beispiel Sebastian Everson, der hat sich so zurückerkämpft, dass er nur 5er geworden ist. Da muss ich echt großen Respekt zollen, weil er war ja auf 15.
Ja. Ich finde es allgemein krass, wie eng alles war. Also zwischen Paddy auf 2 und mir auf 3 waren es, glaube ich, 180 Punkte. Ja, bei mir waren es 10 auf Paddy. 10 verdammte Punkte. Das ist ein Siegespunkt, glaube ich. Ja, bei euch war es dann nochmal eng. Und dann bei mir ging es aber bis, keine Ahnung, fast 15 oder so war es alles relativ knapp innerhalb von ein paar Punkten nur. Ja. So, dass wirklich jeder Missionspunkt, den du geholt hast, jedes Sekundärmissionsziel, das du vielleicht ein bisschen besser geschafft hast, sich wirklich, wirklich ausgezahlt hat. Das fand ich krass, also wie nah alles beieinander war, so dieses obere Mittelfeld, sag ich jetzt mal vorsichtig. Aber schon, wie krass, du musstest heute trotzdem gegen die Topspieler mindestens immer 65% holen, gegen die Topspieler, was super schwer ist eigentlich. Ja, finde ich auch. Aber du hattest ja so viel Vorsprung von mir, 150 Punkte, glaube ich. Das stimmt. Überhaupt, du musstest gegen die Topspieler 650 Punkte holen. Und das ist sehr, sehr schwer. Ja, aber das sieht man, alles auf Tobias von Platz 2 auf 12. Heftig. 3 auf 12. Oder 3 auf 12, das war ich. Julian von 2 auf 11. Das ist schon krass, ja. Da sagst du, ey, du bist Zweiter oder Vierter und fliegst aus dem Top 10. Ja. Und es hängt halt nur so viel am Pairing. Du musst halt Glück haben. Ich habe Glück gehabt, ich bin in den 5 Spielen den Fernkampfarmeen komplett aus dem Weg gegangen. 2 Wochen lang. Ich mache mir 2 Wochen Gedanken, so ungefähr, wie ich gegen Fernkampfarmeen spiele und kriege keine. Und denke mir, Gott sei Dank. Ja, das ist echt krass eigentlich. Und der eine Philipp, der Grieche, der hofft auf eine Nahkampfarmee und kriegt keine einzige. Kriegt keinen einzigen Nahkampfarmee. Ja. Also das ist auch krass. Also da könnt ihr auch nicht glauben. Ja, aber es ist halt ein Zufall, oder? Ne? Ja. Das ist schon gut überrascht. Ich bin auch überrascht. Hallo. Ich habe das erste Mal gegen Sebastian übrigens gewonnen, das hat mich positiv überrascht. Das ist auch gut, wenn so eine Hürde mal, hatte ich auch mal. Nur immer gegen den gleichen. Der Tobi habe ich immer noch nicht gewonnen. Drittes Spiel, ich knacke ihn einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Das dritte Spiel mit dem Sebastian und ich habe das erste Mal gewonnen. Ja. Was sagt denn unser Chauffeur? Der ist so still. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren, sorry. Ich habe nicht viel zu sagen. Warum denn nicht? Was soll ich denn sagen? Aber die Meter habt ihr auch wieder gesehen. Flash Eaters. Ich sehe jetzt hier. Dann sind wir wieder beim Lieblingsthema. Es ist sehr, sehr stark, die gerade die Armeen. Ja. Guck mal, wie viel Leute wieder auf Top 10 mit den neuen Armeen ist. Ja klar, ey, da machen wir uns doch nichts vor. Diese 4-5 Armeen, die da oben sind, die regeln das Spiel. Das muss man wirklich gerade sagen. Die haben zu gute Fähigkeiten, die schlechten Armeen einfach aushebeln. Ja, nicht ausnehmen, die zerstören. Hebeln, aushebeln. Aushebeln, sie zerstören die nochmal. Ja. Also, Flash Eater, Fire Slayer. Es sei denn, man spielt eine außergewöhnliche Liste. Das ist ja natürlich, also, Tobi seine Liste ja nicht jetzt gerade sowas, was jeder Fünfte spielt. Nee. Fand ich aber richtig geil. Ja. Muss ich sagen. Auf die Liste war ich auch, auf die Liste hat mich auch am meisten gefreut. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass die so gut geht. Bin ich ganz ehrlich. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber er ist ein guter Spieler, er weiß, was er machen muss. Das stimmt. Wie viel ist denn jetzt eigentlich das Ergebnis zu Killerkindern ausgegangen? Das wollen wir auch mal kurz sagen. Können. Ach, danke, Denpo nochmal. Denpo, ne? Danke, dass du vor uns Platz 1, 2, 3 klar gemacht hast für uns. Ne? Wir werben dich dann ab. Nein, den wollen wir nicht, aber. Nochmal danke, wir stehen ein bisschen in deiner Schuld. 100%ig. Ist überragend. Killerkinder. Hey. Wie steht der eigentlich? Welchen Platz haben die denn eigentlich gemacht? Sebastian 5. Oh. Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht die Liste. Dani hat, glaube ich, auch. Soll ich mal auf die Top 15 oder sowas? Auf die Liste. Trust hat sich von dem vorletzten Platz oder hinten auf 18, glaube ich, hochgepusht. Also wir müssen, glaube ich, Marius abgeben. Ablösefrei. Tempo 9. Moin. Top 9. Danke. Spielerisch Platz 11 und dann werde ich noch fertig. Hast du gehört, Marius? Er ist 9. 9. Trust 18. Das würde Tobias 11 hatten wir eben schon. So ein 4 gegen 4, das wäre natürlich spannend. Ne? Okay, dann waren nur 4 Kellerkinder da. 4 gegen 4, ja. Okay, ihr habt aber jetzt Fluko vergessen, ne? Der war ja nicht da. Guck mal, wir hätten ja auch noch bestimmt irgendeinen. Wir haben ja auch ein paar Zugpferde noch. Nachwuchs. Nachwuchs. Oh wei. Ja. Ja, ich bin den Druck los, Zugpferd, ne, Manu? Nein, ich bin doch nicht vor dir. Du wirst Erster sein, schätze ich mal. Nein. Er holt Sebastian nicht ein. Hä? Er holt Sebastian nicht ein. Glaubst du nicht? Ich glaube, er ist 5. geworden. Das ist super. Meinst du, ich bin 5? Ja. Meinst du, ich bin 5? Ich glaube, du bist 3. oder 4. Nicht schlecht. Stell dir vor, ich werde den Fan nochmal gut spielen. Ah, du bist ja leider nur Springer. Ich bin nur Springer.
Also, sagt meiner. Vega hat ja schon abgesagt. Hä? Vega hat ja schon abgesagt. Nee, ich muss nach Marcel helfen. Ich kann der Marcel nicht eins alleine lassen, das geht nicht. Gespannt, aber es hört sich wieder, man trifft wieder die gleichen Leute um. Ja. Es ist wie ein Klassentreff, das ist ja schön. Aber es ist wie eine Familie. Deswegen, alle, die noch nicht dabei waren, kommt ihr das Gefühl, wir haben noch drei Plätze. Es macht wirklich Spaß. Es sind nette Leute. Wir freuen uns schon. Ja, aber was für krasse Leute auch heute wieder nach Hause fahren mussten, manche mit 4 Stunden, 5 Stunden. Ja, München, nach Würzburg. München ist am weitesten. Also Leipzig. Respekt auch dafür. Der ist geflogen, ne? Der ist gefahren. Der Felix ist geflogen. Krass. Ja, was willst du von München fahren nach Gelsenkirchen da? Ja. Gibt es in Gelsenkirchen überhaupt Flughafen? Nee, aber es gibt so ein paar andere Städte drumherum, die ja, vielleicht einen haben. Ist auch nicht so weit. Ja. Da lacht er. Oder hat er auch wieder alles in den Koffer gemacht? Weiß ich nicht. So. Wollen wir noch einen Abschluss sagen oder wollt ihr noch was anderes sagen? Bis in 2 Wochen, ne? In 2 Wochen, dann macht Robby wieder alles hier, Klarschiff. Ich hoffe, ich habe das Mikro an. Haut rein, sagt mal alle Tschüss. Ciao. Chauffeur? Ja, ciao. Ciao.